Ja, damit mal wieder willkommen im Regen, in der Traufe, in der Welt von Arcania. Und im Ladebildschirm steht immer Cossack 4. Ich weiß gar nicht, was soll das denn? Seid ihr verrückt? Hier steht es auch klipp und klar. A Gothic Tale, so heißt das Spiel. Ja, das Spiel, das ohne Gothic funktioniert und funktionieren muss. Der Tempel der Göttin, ja. Was war noch? Suche den Eingang zum Tempel und hüte dich vor deinem Rivalen. Ja, das ist nämlich so ein komischer... Genau, der Spion, der Hagenspion ist unterwegs. Er will uns ans Leder. Wobei, der will eigentlich nur in den Tempel, ne? Der kann gar nichts dafür, dass er einäugig ist. Ja, das hat man euch ja sehbehindert gesagt. Darf man heute nicht mehr sagen. Der ist ja eigentlich, wie heißt das nochmal? Visuell beeinträchtigt oder gefordert. Alles Idioten. Ne, der ist behindert, Alter. Der ist sehbehindert. Ist quasi ein Krüppel. Hol der Hagenspion ein, bevor er seinen Fuß in den Tempel setzen kann. Ja, von mir aus. Hast du die Ruinen gefunden? Ja, die haben wir sogar durchkreuzt. Dies ist der richtige Weg zum Tempel. Tief im setarifischen Dschungel. Hagenspion hat dir gegenüber einen bedeutenden Vorsprung. Du wirst dich also sputen müssen, wenn du vor ihm beim Tempel sein willst. Na gut. Ja, hab's ja schon ein paar Mal erwähnt. Wäre nicht so schlecht, wenn man einfach das Spiel mit dem G ausklammert. So, erstmal speichern, weil ich bin 2 Meter gegangen. Was haben wir hier? Ach, Setarif, so. Setarif. Naja. Gut. Also weiter. Bitte? Ah ja. Weiter nervige Scheißerchen platt machen. Achso, jetzt haben wir ja Lebensenergieabsaugungsmethodik aktiviert. Wieso interessiert das den da rechts nicht? So, stirb erstmal, du Hund. Weil du bist ja gar nicht noch richtiger Hund. So, tschüss. Urzeitliches Gavange. Ach ja, nicht Gavange ist das ja. Ja, nö. Ist mal nö. Ach, nix Regen, sehr gut. Ich frage mich immer noch, warum ich überhaupt mal dereins das mit dem komischen Wetterschreien da gemacht hat. Weil Regen ist irgendwie immer angesagt. Naja. Ja, und ich muss auch sagen, diese Region hier, die finde ich irgendwie uninteressant. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Eigentlich ist es einfach nur Folge dem Weg. Ja, bisschen grün. Ist auch ganz nett. Sehr gut. 18 von 30. Oh, und ist wieder... Ja klar, auf der Karte ist auch verzeichnet. Wie ist denn das ein blauer Pfeil? Sollen wir da... Achso. Ah, Zielpunkt. Den können wir wegmachen, oder? Jawohl. Der irritiert mich nämlich. Ja, hier haben wir das letzte Mal was gemacht. Irgendwas mit Hündchen. Und, genau, den komischen... Hier ist noch Schattenläufer, haben wir platt geklatscht. Und waren in diesem komischen Kinderdungeon. Naja, das nächste Viehzeug. Achso, ich kann halt nicht mehr ranzoomen mit dem Ding. Haben wir denn eine Alternative? Ich glaube schon, ne? Wir haben 100, genau, 100 Kriegspfeile. Heißt, Moment, halt, stopp. Dann machen wir in der Hosentasche einfach wieder. Nee, machen wir nicht. Wieso mache ich keine... Ach ja, braucht Jagdpfeile. Ah, okay, das sind dann, genau, die Sägezahnbolzen. Ne, die brauchten nur 20. Hä? Gut, ich brauche Fernkampf, also ich brauche Jagdpfeile. Dann nehmen wir eben den Bogen. Welcher Bogen war es? Antik? Ja, haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Wir haben diesen anderen benutzt, diesen, was war da noch? Sumpfbogen, genau, 25, war auch nett. Munition ist Kriegspfeil, jawohl. Kopfschuss? Ah, Instant Death. Daneben, du Idiot. Jetzt nicht? War kein richtiger Kopfschuss? Ich verstehe schon. Aber wir sind jetzt schon wieder. So, stirb erstmal. Hammer. So. Komm. Ja, um den sollten wir uns kümmern. Einfach, komm. Ja, aber so langsam... Merkt man schon, Kampfsystem und so und hier immer wieder diese Horden von Gegners platt klatschen. Es wird schon langsam dröge. Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich dann, ich sag mal bald, dereinst bald keinen Bock mehr hatte, gerade als dann nur noch so irgendwelche Skelette kamen. Und man muss halt verstehen, ja, die auf der höchsten Schwierigkeitsstufe haben die halt einfach nur scheiß viel Energie. Man selber hält halt
auch weniger aus, das ist klar, aber es ist jetzt nicht so, dass das unschaffbar wäre. Und man muss auch sagen, wenn man das hier mal vergleicht mit so einem Stück Dreck wie Dark Souls 2, wo man ständig getroffen wird, auch wenn man 10 Meter neben dem Gegner steht, absolute Scheiße, ja, die Hitboxen komplett für den Arsch in diesem Müllspiel. Und ohne Agilität, diese neue tolle Superfertigkeit, weil es ja sowieso kaum spielbar. Hier funktioniert das relativ gut. Muss man fairerweise zugeben. Also es ist nicht alles schlecht. Deswegen ist er mit dabei. Was ist hier los? Krasser Kult. Was stand da? Hathorn, ja klar. Hathorn. Ein Abenteurer. Ja. Genau, was wir brauchen. Ach, die Stimme. Was ist denn los? Die Toten sind aus dem Meer gekrochen. Auf diesem geheiligten Boden hier sind wir sicher, aber sie halten uns gefangen. Tote aus dem Meer? Das Unwetter wurde mit dunklen Kräften besudelt. Jetzt nährt es die Toten und kräftigt sie. Was für dunkle Kräfte? Ich vermute, die Quelle des Bösen liegt irgendwo zwischen den Schiffswracks verborgen. Ich kann sie spüren. Ah ja. Heißt, wir müssen runter an den Strand und dann Leute Skelette kaputt schlagen und dann ist alles gut. Lass mich raten. Ihr braucht jemanden, der nach dem Rechten sieht. In der Tat, das tun wir. So. Wirkt so ein bisschen wie bei Oblivion oder so, ne? Wo sie alle um irgendeinen Schrein rumlaufen. Naja. Genau, warum macht ihr das nicht selbst, die Affen? Warum schaut ihr nicht selbst nach dem Rechten? So ein Haufen Magier hat auch nichts zu befürchten. Einen Versuch haben wir gewagt, mit katastrophalem Ausgang. Meine Begleiter sind nur Lehrlinge. Sie haben mir ihre Kraft für das Ritual geliehen. Jetzt ist sie verbraucht. Okay. Was für ein Ritual hast du hier durchgeführt? Wir haben einen Sturm beschworen, der die Schiffe der Myrtaner auf die Felsen geworfen hat. König Esorn hatte recht. Robas Truppen haben versucht, uns einzukesseln. Ach, das kennt man ja. Gewitter und dann zerschellt das Heer, ja. Die Armada. Hoffentlich macht er auch wieder gutes Wetter. Moment. Du bist für das Unwetter verantwortlich? Also sind diese Untoten... Myrtanische Ritter, Paladine und Soldaten, ja. Achso, und deswegen sind sie ganz krass, ich verstehe. Keine regulären Skelette. König Esorn? Du bist also aus Setarif? Ich bin Hathor, der dritte Hauptmagier des Königs. Wusstest du nicht, wen du vor dir hast? Fragezeichen. Kommt da noch was? Nein, ich bin aus Feshir. Feshir? Ah, die Insel des Bastardprinzen. Bitte? Ist ein Bastard genannt? Wie steht es um Setarif? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Sobald Robars Truppen von unserem Vorposten gesichtet wurden, hat mich mein König an die Südküste geschickt. Eine weise Entscheidung. Meinst du, Setarif wird Robars Heer trotzen können? Ja. Wie hast du meine Heimat genannt? Die Insel des Bastardprinzen. Nimm's dir nicht zu Herzen. Es ist eine alte Geschichte. Wer ist der Bastardprinz? Der erste König von Setarif hatte viele Söhne. Unter ihnen einen Bastard namens Melgarn. Er war mit seinem Los nicht zufrieden und hat versucht, die Macht an sich zu reißen. Zur Strafe haben ihn seine Brüder auf eine einsame Insel verbannt, wo er bis zu seinem Tod ein kärgliches Dasein gefristet hat. Da hat mir der Dorfälteste aber eine andere Geschichte erzählt. Das wundert mich nicht. Melgarns Nachfahren werden die Geschichte ganz anders überliefert haben als die Nachfahren seiner Brüder. Du bist ja so ein Bastardsohn. Ich schau mich mal am Strand um. Das wäre ein Segen, Fremder. Wenn du etwas Verdächtiges findest, bring es zu uns. Vielleicht können wir es reinigen und den unheiligen Zauber brechen. Ja, vielleicht. Was ich wohl finden werde? Bestimmt irgendwas, was ich reinigen kann. Was war da jetzt? Ach, ein nasses Grub. Was gibt's da? Mana, Lebenskraftzeug. Nichts für uns. Nichts für uns gut. Du bist einem Wassermagier namens Hathorn begegnet. Er hat dich gebeten, ihm dabei zu helfen, die Untoten beim Stand zu betreiben und dich beleidigt und als Bastard bezeichnet, Alter. Die Quelle des Bösen soll irgendwo zwischen den Wracks liegen. Suche sie selber.
Ne, die Stimme kennt man auch. Von, ich meine auch von einem aus dem Kloster. Ach so, auf den Altarstein kommt es dann drauf und dann kann ich ihn benutzen. Dann öffnet sich der Altarstein und dann ist alles ist dann super. Ach, guck mal hier. Ich kann nicht, werde ich wieder in der Hand gehalten, damit ich ja nicht runterspringe und sofort tot bin. Das mag ich ja, ne? Wenn Spiele mir ja so für mich übernehmen und sagen, komm, du bist eh zu dumm dazu, lass mich das mal machen. Da wird wieder die Beleidigung ausgepackt. Naja. Was soll man machen? Naja, das ist jetzt die... Ah, das ist hier unten. Und dann geht es von da aus wahrscheinlich dann irgendwo ins Gebirge. Ich habe auch noch gesehen auf der Karte, hier unten gibt es auch noch was. Hier war ein Höhleneingang. Wo denn? Ach, oder ist das hier die Verbindung zum... Oder war die abgeschlossen? Sind wir da nicht reingekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht haben die den Schlüssel für hier... Waren wir hier? Wollen wir... Verdammt, ich muss die alte Folge mal gucken. Können doch einfach hinlaufen. Ist egal. Und wieso haben wir denn keinen... Ach so, der wird wahrscheinlich hier unten irgendwie aktiviert, oder? Der Dschungel... Dschungelteleporter. Hier ist auch einer, aber das ist der nicht, oder? Ist das das hier? Nee. Das ist ein ganz eigenes Gebiet. Ja, wahrscheinlich dann hier irgendwo. Gut, mal schauen. Was ist das? Man sieht ja schon wieder den Feind. Könnt ihr auch wieder ausstellen, oh mein Gott. Meeresschlick? Ah, die krasse Version von Schlick. Da ist ein kaputter. Was ist denn mit euch? Hör auf zu spucken, dann spuck ich mal. Und nicht nur große Töne. Sondern deine Reste aus, Junge. Hör auf. Lässt du mal das Abwehren sein, sonst werde ich aber fuchsig. Komm, du Meeresschlick. Man sieht so viel. Ich sehe nur eine graue Masse. So, nicht eine graune. Allgraune. So, jetzt geht's los, oder? Ui, da geht's schon los. Der untote Paladin erhebt sich. The Lair Lying. Na, komm ran. Achso, das kann ich auch einfach so. Hör auf. Da. Na, 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 du untoter Matt. Ich setze dich schachmatt. So, Feuer. Ich habe keinen Bock auf Fernkampf. Jetzt aber schon. Daneben. Oh, du Hose. Hose, du. Genau, du Hose. Du zu enge Hose. Unter der Paladin. Ja, unter der Paladin haben nur Scheiße. Sonst liegt hier nur noch Scheiße. Der Lehrling. Arkane Macht. Ja. Hat dir viel genützt. Ach, jetzt komme ich da nicht an den Kaputten ran. Ja, das ist aber ungünstig. Hallo, liebes Spiel. Was soll das? Lehrling? Wieso ist noch gar nicht leer und doch was dabei? Aber die haben auf jeden Fall was gelernt, oder? Auf den letzten Meter? Das war was? Papaya oder sowas? Ja gut, dann kommt halt ran. Gut, sehr gut. Jetzt können wir den beiden gleich aus dem Maul hauen. So, du kannst schon mal direkt. Ne, eben nicht. So. Alles klar. Reicht nicht. Komm, mach ich gar nicht rum. Ne, reicht echt nicht. Dann haben wir. Zack. Ramponierte. Was war das? Ramponierte Armbrust, oder? Gleich mal gucken. Ramponierte, ja, ramponierte Armbrust. Aber vielleicht ist das eine alte Paladin-Armbrust, die macht doppelten Schaden. Ne, 18, die ist totaler Schrott. Alles klar. Die Moorwespen-Pfeile, ja. Wie war das? Sägezahn in die Rübe gibt es zweifach Schaden oder so? Ah, da liegt der Rest, ja, von mir aus. Daneben. Er hat gezuckt. Verdammte Scheiße. Bleib doch mal stehen. Steh nur Lump. Oh, ein Feuermagier. Uiuiui. Das war krass. Hier. Na, hast Bock? Und jetzt geht's aus dem Maul. Miststück. Haha. Level. Du hast Level 13 erreicht? Ja, wie viele Erfahrungspunkte gehabt ihr denn?
Hallo? Sagen Sie nicht. Er hat dabei Fernkampf plus 10. Ui, ein Eschenholz-Amulett. In der Mythologie Stehwarks und Seratis wird die Esche als erste aller Bäume verehrt. Die Waldläufergilde Silbersees hingegen betrachtet die Esche ganz nüchtern als das beste Bogenholz. Ah, ganz, ja, ganz nüchtern. Ah, ja, nüchtern, nüchtern. Das ist immer so eine Sache, ne? Nüchtern. Nehmen wir, oder? 10 Fernkampf, Magiekraft. Was ist das hier? Das hier. Ja. Magiekraft, verdammt. 10, 10, 10, 8, 12, toll. Mana Regeneration, Lebensenergie. Ja, das macht nur mehr Aua, aber nicht so wirklich. 2 mehr Fernkraft. Nee, komm, wir lassen das mal. Was haben wir hier? Weißaugenschild. Was haben wir hier nochmal? Fernkampfkraft, genau, deswegen können wir es nicht weglegen. Ui, 100er Schild. Diese massiven Stahlschilde, die der Setarifischen Seegarde, bieten zwar hervorragenden Schutz, haben aber schon manch ein Mitglied der Seegarde auf den Meeresboden gezerrt. So, weil sie so schwer sind. Ich glaube, ich muss mal beim örtlichen Dings vorbei. Ach, guck mal hier, Mana-Regeneration, Magiekraft, Schattenmagie, die der Bruderschaft von Tushu beitreten. Ach nee, kennen wir schon, oder? Lederharnisch, Gelehrtenrobe, ja. Ja. Was haben wir hier? Korshan Armschienen. Fernkampf 4. Ne, danke. Fernkampf 5. Nein. Nein. Alles nur Schrott. Ich muss hier wirklich mal beim entsprechenden, was auch immer, vorbeischauen. Das geht so nicht. Shit. Ich bin überladen. Da müssen wir ausmisten. Das nächste Mal, wenn irgendwo ein Händler auftaucht, sag mal hallo. So, nun was? Ja, sauber, noch zwei Level, dann haben wir's. Und wir haben ja noch ein paar Meter vor uns. Also es könnte noch reichen. Es könnte gut werden. Ein toter Paladin, ja. Wo sind wir hier eigentlich? Ach Gott, ganz am Anfang. Mein Gott, wie viel müssen wir denn hier noch vom Strand fegen? Da drüben ist die nächste Fuhre. Was ist das? Was blinkt hier? Zerkratzter goldener Kelch. Potenter Mana-Trank. Eingedellter torniarischer Schild. Aha. Was sind ja eingedellte torniarische Schilder? Achso. Schild. Ah ja. Auch ein bisschen inkonsequent, oder? Blutnattern-Armbrust. Halt, stopp. 7er Fernkampf, bitte? Beute, Fernkampfwaffe, verschießt Bolzen, Armbrust, 7 Fernkampfkraft. Moment, wieso? Wieso sollte ich die benutzen? Vielleicht ist sie super schnell. Mal probieren. So, Meeresschlick. Nee. Eigentlich nicht. Verstehe ich nicht ganz. Was ist jetzt an der gut? Nichts? Okay. Verstehe ich nicht. Meeresschlick. Ja. Doch, ich lasse die Armbrust mal drin. Oh, jetzt müssen wir hier an Deck kämpfen, oder? Das wäre total krass. Kommen Sie jetzt vom Wasser aus aufs Boot? Nee, da war halt. Der Bruder vom Harald. Was haben wir hier? Nix. Da kratzt der goldene Scheiß. 7 Winde. Joa. Ach, guck mal hier. Die krassen Leinenbandagen. Diese Leinenbandagen sind in Wein und Honig getränkt. Das Verbinden einer Wunde benötigt Zeit und Ruhe. Kann nicht im Kampf eingesetzt werden. Ja, interessiert ja nicht, ne? Der Streitkolben. Uiuiui. In Setarif hingegen gehen sie geradezu verschwenderisch mit diesem kostbaren Material um. Mein Gastgeber hatte sich kürzlich seinen goldenen Streitkolben mit magischem Beerz beschichten lassen, um Kratzer zu vermeiden. Auch sogar Ikarius, Aspex, bla. Aha. Der Streitkolben. Wo ist es? Hallo. Erzgeschmiedeter Streitkolben. Aha. Goldhammer, alter Latz, und 8 magisches Erz und einen verkackten Streitkolben, den ich schon verhökert habe. Scheiße.
30 Nahkampf plus 7 Magiekraft. Naja, ihre Schaltkolben wurde durch ein spezielles Verfahren mit einer Schicht magischen Erzes überzogen. Sie schärfen die Widerstandskraft dieser Waffe um ein Vielfaches gesteigert hat. Ja, ja. Reden Sie schon, als wäre es alles schon fertig. Okay, da darf ich auch nicht rüber. Kann ich da nicht hinspringen? Komm, ich speichere mal, bevor ich Scheiße baue. Geht. Ja, also jetzt steht's da. Anstatt dass ich so ein bisschen zumindest mal ne Jump and Run hätte. Barantinischer Bogen. Ui. Ach so. Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt haben. Die richtig, richtig guten Sachen, die liegen nämlich hier. Aber nicht am Ende. Ganz komisch. Das schaffst du, oder? Jawohl. Ist ja groß und stark. Hopp. Im ganzen gestellt durchs das ganze Schafhirten. Herden, Schaf, Hirte, hütet, genau. Schafe hüten, so. Es ist schon wieder Nacht, verdammt nochmal. Ja, der neue Bogen 29, der beste. Komm, die guten, komm mal gesondert hin. Genau wie die Munition. So, Sägezahnbolzen, Moorwespen, alles sind Pfeile. Schwerer Bolzen, Bolzen. Gut. Feuerpfeile, diese Pfeile, andere Pfeile, Kriegspfeile. Von dahin, der Rest, schauen wir mal. Das ist die beste Armbrust, das ist der beste Bogen, den wir haben. Der Rest bleibt, wo er ist. Keine Ahnung. Gut, guten Tag. Wer bist du es? Ich flehe dich an. Lass mich dir im Tode dienen. Okay. Im Tode dienen? Was für ein Innos Priester bist du? Er. Du bist nicht er. Wie bist du an meinen Dienern vorbeigekommen? Totgeschlagen. Was glaubst du? Diener? Was für Diener? Aha. Schätzt deutlich, Junge. Hier ist doch was faul. Wer bist du? Du bist nicht Ruhan. Und... Du bist nicht er. Ich bin dir keine Antwort schuldig. Wer ist Druahang? Rede! Mein Herr und Meister. Aber auch er dient einem Höheren. Ja, Verschwörungstheorien. Du bist kein Innos Priester. Was hältst du da umklammert? Zeig her. Handgranate, ne? Nein. Ein nasses Grab. Achso, das müssen wir jetzt wahrscheinlich zurückbringen. Bring die Belia-Statuette zu Hathorn, war ja klar. Du hast einen sterbenden Innospriester entdeckt, der sich sehr verdächtig verhält. Er hat deine Belia-Statuette mit seinen Händen umklammert. Die Statue ist eiskalt. Und verursacht ein unheilvolles Kribbeln, wenn man sie berührt. Das muss die Quelle des Bösen sein. Wenn du sie Hathorn bringst, kann ihr dir sicherlich sagen, was zu tun ist. Ja, finde ich auch. Hallo? Tod. Ja, zum Ansprechen. Ich dachte eigentlich, ich muss ihn jetzt irgendwie auseinandernehmen. Da war noch irgendwas mit Waffen. Paladin-Schwert, genau. Paladin-Schwerten sind, wie ihr Name schon sagt, den Schwerten von Paladin. Ne, den Paladin des Innos-Ordens vorbehalten. Wir können aber trotzdem nutzen. Kannst mal sehen. Diese Waffen stammen noch aus Roba des Zweiten Zeiten und wurden aus magischem Erz geschmiedet. Mit dem alten Verfahren geschmiedete Waffen verlieren zwar die magische Wirkung des Erzes, doch sie sind um ein Vielfaches leichter und widerstandsfähiger als Stahl. Wir können viel schärfer geschliffen werden, ohne im Kampf stumpf zu werden. Zweihandwaffe 61. Boah. Das ist eine Marke, hör mal. 61, das ist ja schon krass. Die beste Waffe, wo gibt's momentan? Paladin-Schwert, ja, ja. Was haben wir noch? Großsäbel. Diese Waffe hat einen zeremoniellen Ursprung, wurde jedoch für den Einsatz auf dem Schlachtfeld weiterentwickelt. Okay. Jetzt kann es sein, dass dazwischen irgendwie Superwaffen liegen, ne? Was haben wir? Wir haben den Knüppel 30 und saugt Lebensenergie ab, okay. Zweihänder 36, ja. Bastardschwert.
Ein Ritterschwert, aber es ist auch wieder ein Zweihänder, ne? Einhänder. Ach komm, wir müssen jetzt nicht im Inventar rumgammeln. So, das heißt, wir müssen erstmal zurück. Halt, stopp. Jetzt sehe ich den roten Punkt erst. Da war irgendwo ein... Wo ist denn hier der Schädel? Irgendwo hier... Ach, bin ich auf der anderen Seite, oder? Oder hier oben? Wo ist der Schädel? Wo ist der Deinhard? Weiß ich nicht. Da oben nicht. Und er hat ihn auch nicht. Irgendwo hier ist der Schädel. Aber da runter kann ich nicht, oder? Kann da runter, bin ich denn dort? Das weiß ich nicht. Ah, da oben. Oder? Nee. Eine Lichtspiegelung. Wo ist denn hier... Ist das denn? Ich sehe ihn ganz genau, aber nicht so richtig. Da ist er. Aha. Okay. Ach, kann ich doch schwimmen. Belia-Artefakt. Oh, die sind ja... Das ist ja hart. Okay. Der Schnitter des Hasses. Ja, da ist wieder ein Meer. Also zurück zum Chef, oder? Da drin gibt es noch irgendwas. Wir können uns ja erstmal ein bisschen umgucken. Wir müssen nicht sofort wieder heim zum Muddy. Was kann ich denn da? Oh, du bist so ein dummer Idiot. Das ist ja krass. Ich bin... Das ist so lächerlich. Guck mal hier oben. Arcania Gothic 4. Was? Ich bin tatsächlich ins zu tiefe Wasser vorgerückt und dabei gestorben. Es ist aber auch nicht leicht hier mit so einem dreckigen, unfähigen Nichtschwimmer, oder? Die können wir rausnehmen. Machen wir auch glatt, wenn wir schon mal hier sind. When in Seetarif. So, so. Ne. War mir schon klar. Ich dachte, hier kann man vielleicht dann durchwarten oder sowas. Geh noch einen Meter, zack, sofort tot. Mein Gott, Walter. So, Tag. Du hast etwas gefunden. Ich kann es spüren. Ja, stimmt schon. Wahrscheinlich tragen wir es gerade in den Händen, aber ist okay. Im Wrack... Achso. Im Wrack war ein sterbender Innos-Priester. Er hatte das hier bei sich. Adanos, hilf! Kein Innos-Priester würde das hier jemals in die Hand nehmen. Dachte ich mir schon. Das ist eine Belia-Statuette, nicht wahr? Schnell! Lege sie auf den Altar! Wir müssen sie vernichten! Boah. Also, das ist ein krasses Ritual, wie bei diesem komischen Spiel. Wie heißt es noch gleich? Gothic 2 oder was? Gut, wir legen sie auf den Altar. Achtung, jetzt kommt das krasse Ritual. Puff! Die Scheiße! Ach, Leute! Da gab es so diese krassen Super-Effekte und so weiter beim Zweier noch, wo ich dachte, boah, das ist ja mal, das nenne ich mal Magie. Das ist eine Magie. Und hier, up, einfach verschwunden. Naja. Gute Arbeit, Fremder. Ja, danke. Jetzt dürften keine neuen Untoten mehr aus dem Meer steigen. Ja. Sobald du den Strand gesäubert hast, hab ich. Sind wir frei. Ja. Die Untoten? Die habe ich schon erledigt. Ihr könnt jetzt zum Strand. Hervorragend! Hier, bitte, nimm das als Belohnung. Du hast uns ein grausiges Ende im Dschungel erspart. Kehrt ihr zurück nach Seetarif? Ja, aber zuerst werde ich mir den falschen Innos-Priester ansehen. Tun Sie das. Was? Drachenknochenring erhalten? Ei, ei, ei. Mal so schön 1700 fürs dumm rumlungern. Ah, sie gehen tatsächlich. Okay. Ich dachte... Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, die... Ach, Moment, vielleicht können wir uns mit denen durchboxen zu was auch immer. Ich bleib mal dran. So. Wollte schon sagen. Alles klar. Ja, ich hab's gesagt. Alles klar. Also nur eine kurze Animation, dass sie gehen und dann sind sie verschwunden. So, so. Was? Aha,
Alles beendet. Alles klar. Ja, ist ein bisschen komisch. Strenges Wort. Das sind die. Das ist das Grab. Du hast Hartan geholfen, die Untote am Strand einfach einmal zu vernichten und so weiter. Alles klar. So, jetzt haben wir was bekommen, einen Ring oder so. Drachenknochenring. Magiekraft plus 26. Boah. Lebenskraft, Mana-Regeneration. Okay. Ich den hier nutzen würde. Naja, da geht Fernkampf auf 113 runter, dafür Magiekraft geht hoch. Ja, ein bisschen mehr Mana, weiß ich jetzt nicht. Wäre es halt ausgeglichener, aber ich glaube mal. Ach, das passt schon. Wir kriegen auch so ein bisschen Magiekraft. Ja, leider wieder ein Artefakt, das wir nicht so wirklich nutzen können. Nutzen kann man schon, aber es bringt halt nicht so viel. Ja, es ist wieder Stille im Wald. Da ist ja auch Nacht. Ah ja. Hier was zum Pflücken. Warum? Weiß ich nicht. Die Macht der Gewohnheit. Aber bringt halt echt gar nichts. Ach, nö. The Razor. Und zack. Komm, den Aufgesetzten. In die hohle Rübe. Ne, lass das mal. Klack, klack, klack. Wobei hier der Sound wieder nicht so richtig passt, ne? Dieses. Das klingt eher so, als ob ich was Festes einhabe. Na gut, vielleicht ist es ja ein relativ stabiler. Ein stabiler Dino-Schädel. Kann ja sein. Was ist das? Eine Truhe. Natürlich verschlossen. Deswegen tak, tak, tak. Deswegen steht es auch noch hier. Blutdorn-Elixier. Belagerungsbolzen. Munition für Armbrüste. Massive Bolzen, die in Kriegszeiten eingesetzt werden. Kopftreffer verursachen 30% mehr Schaden und an sich ein plus 10er. Die Minecrawler-Armbrust. So, so. Den Minensetarius beschenkte mich der entflohene Orksklave mit seinem primitiven Bogen, den aus den Mandibeln, genau, eines Minecrawlers gefertigt hat. Das ist immer das Wort, Mandibel, das mir immer dazu einfällt, diese komischen Zähne, diese Hauer. Die Spannkraft war enorm, sogar aus Icarus Auswex und so weiter und so fort. Was braucht man dafür für die. Achso, erstmal lernen. Schreifstack. Minecrawler. Brauchen wir Minecrawler-Platten? Ne, Mandibeln, klar. Die Mandibeln eines Minecrawlers sind unglaublich zäh und doch elastisch. Vielleicht lässt sich damit etwas anfangen. Ja, vielleicht. Ja, aber ganz generell muss ich sagen, die Mischung aus Gegner und Strom setzen und dann bearbeiten, die funktioniert schon ganz gut. Gar keine Zeit zum mit dir hier reden. Ach Mann. Hier durch irgendwas durchgegangen, weil er wieder gezuckt hat, der Hund. Ja, ja. Zack, zack. Komm, alles drauf. Und dass man ihn nur bis zu einem Drittel runterboxen muss, das ist eigentlich auch ganz sinnig. Also da sehe ich irgendwo was. Das magische Auge ist aktiv. Große Mana-Pflanze läuft. An den ganzen Quatsch hier kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Das habe ich alles ausgeklammert. Geistig wahrscheinlich. Ach Gott. Sind sie gerade wach geworden oder sind die geschlüpft? Vielleicht beides. Ja, wahrscheinlich auch um so ein bisschen Selbstschutz, ne? Wahrscheinlich hat sich das Hirn da irgendwie eine Welt geschaffen, in der es diesen langweiligen Kack hier gar nicht gab. Ist gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum mich das so langweilt. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht auch, weil ich. Wie lange habe ich denn schon? Was haben wir jetzt hier? Folge 25, 26? In Stunden umgerechnet. Also in etwa das, was ich schon mal gemacht habe. Und dann kein Bock mehr. Jetzt natürlich, ja, dauert es mal ein bisschen länger, weil man. Weiß ich nicht. Man liest ja auch mal einen Text oder so. Was man normalerweise ja nicht
machen würde, wenn man es für sich selber spielt. Warte, man liest halt eben so geschwind durch, man liest ja nicht vor. Und vorlesen ist immer ein bisschen langsamer. Okay, wie komme ich da hoch? Vielleicht von der Rückseite. Ich weiß es nicht. So jedenfalls nicht. Wenn man das hier macht, das dauert ja immer ein bisschen, so ein bisschen länger. Irgendwie muss ich da hoch. Okay. Halbwegs gelingt es. Vielleicht auch ein bisschen mehr als nur halb. Drei Viertel reicht mir schon. Perfekt. Ja, die Frage ist nur, soll ich hier hin? Das ist jetzt aber schlecht. Komm, hier mal gleich davor gespeichert. Und wenn nicht, Pech gehabt. Jetzt bin ich in diesem abgetrennten Bereich. Okay. Gut. Und es geht wieder zu buddeln. Ich brauche wirklich mal... Ja, langsam wird es ziemlich eng. Diamant, sehr gut. Zerkratzt ist irgendwas. Ja, ja, ich brauche dringend mal einen Händler, weil wir... Ja, vier... Ne, drei... Doch, vier Plätze haben wir noch. War doch, wenn irgendwie der die krasse Belohnung kommt. Wir haben jetzt einen super plus 20 Fernkampfkraft. Nur ich nutze ihn nicht. Das wäre... Kann ihn nicht nutzen, weil kommt direkt im Müll. Das wäre schlecht. Ich habe eine blöde Frage. Komme ich wieder zurück? Achso, aufs Schiffchen springen, schätze ich mal, oder? Mächlich, mächlich. Oh, ich muss da runter. Ach komm, ich speichere mal ab. Ist mal krass. Oh. Super gemacht. Ganz fein. Wow, schlecht. Achso, die stehen jetzt alle hier dumm rum. Sei mir gegrüßt. Und du mir. Ich habe die Flotte der Feinde mit Ananos Hilfe vernichtet. Ach ja? Was mit ihm hier? Ich sollte jetzt mal kurz einen Schluck Kaffee trinken, aber nein, ist wieder verboten. Na gut. Ist auch nicht so gut, ne? Dann rieche ich mich nur wieder auf und das Herz und so weiter. Und später klappe ich hier zusammen, als hätte ich mich pieksen lassen. Ne, ne. Mich plötzlich unerwartet gebe ich einen Löffel ab. Nur wegen Kaffee, das kann doch nicht sein. Oder wegen Aufregung, weil die Leute wieder nur Scheiße von sich geben. Und weil ich sie am liebsten auch mal so ein bisschen bearbeiten würde, ne? So hier und dann vielleicht mal zack und dann ist Ruhe. Ne. Daneben nicht. Ich hörte, da drüben ist einfach ein ganz normaler Aufstieg jetzt. Den ganzen Quatsch halt noch, mein Gott. Also spannend ist das jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Nicht? Daneben, scheiß die Wand an. Hör auf mich zu hauen. Das hau ich mal. Ja, ja. Muss ich wieder hier einmischen? So, der Rest macht der Knüppel. Ach ja. Gibt ja auch Lebensenergie, von daher. Dschungelkraut. Dschungelkraut. Passt, Deutsche. Kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Noch alles, liebe Flüchtlinge. So, wir müssen wohin? Richtung Norden. Halte ich mich mal ja, rechts an den rechten Rand hier. Extrem rechts. Was ist nicht? Na, 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 nicht kaputt gehen. Was ist das? Ork? Ork-Söldner? Fahnenflüchtiger Ork-Söldner. Ah ja. So. Da kommt, bis er tot umfällt. Bis er im Morgengrauen umfällt, ne? Bis zum. Egal. War das nicht dieses komische Twilight? Ja, ne? Twilight, meine Gott. Meine Gott. Wieder ein paar Orks. So, so. Muss man denn hier eigentlich regulär da hin oder durch? Ist da vielleicht eine Höhle? Modriger Weißaugenschild. Zack. Tok, 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 tok. Tok, tok, tok. Und es gibt... Noch mehr Rotz. Torus Rache. Ein Schild unbekannten Ursprungs. Er scheint von desertierten Orksöldnern aus Setarif verschleppt worden zu sein. Aha. Super Rüstung. Mana-Regeneration. Ja.
Oh, guck mal hier, Schattenläufer-Steak. Da haben wir schon gewundert, was wir mit dem Fleisch machen. Suche nach exquisiten Speisen, stieß ich auf Schattenläufer. Ach, es ist doch ein Steak. Nicht, was habe ich gesagt? Ein Ragout. Allein die Vorstellung, mich am Fleisch dieses wilden Menschenfressers zu laben, verschaffte mir einen wohligen Schauer. Frohe Gemut machte ich mich ans Werk, da das Fleisch dieser Bestie ziemlich zäh ist. Muss ich jetzt zuerst marinieren. Ich wähle deine Folgemische aus. Wird das durch Marinade wirklich weniger zäh? Ich dachte, vielleicht muss man das irgendwie in die Schuhe packen und drauf rumlatschen. Ja, ja. Krusch. Zachach. Rach. Was auch immer. Bin mal gespannt. Kann man hier durch? Nee. Also habe ich das schon irgendwie richtig gemacht? Oder wie sehe ich das? Mit dem... Da gibt es dann irgendwie einen geheimen Weg hier? Nee, ne? Und wieso leuchtet das so komisch? Achso, die Lichtquelle leuchtet die Sachen so ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig! Na gut. Gelose Pflanze, meiner Pflanze. Ja, bald haben wir es, ne? Viel, ja, Gebiet ist nicht mehr. Obwohl, ich bin ja, ich laufe nur rechts längs, dann müssen wir eigentlich die anderen Sachen auch noch machen. Och Gott. Komm, ein bisschen Fersengeld, dann kriegen wir das die Folge mal fertig hier. Durchlaufen, einsammeln, schlachten. Dann haben wir den Dschungel auch schon wieder hinter uns gebracht. Nee, hier kann ja nichts sein, sagt die Karte. Ist aber auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen auch ein Segen. Da muss ich nicht in jeden Winkel kriechen und mir alles hundertprozentig genau angucken, weil so spannend ist das nicht. Och, nö. Aber wir öffnen mal mit einem Kopfschuss, oder? Irgendwo ein Anführer oder so. Wie sie laufen. Wie kommt er auf mich zu? Was ist das? So, da noch einer, oder? Nein. Nur ein meisterhafter Krusch. Zachachach. Ach ja, Klingon, genau. Oh, ist doch noch jemand. Wie ein Flüchtling. Flüchtigen. Flüchtenden. So heißt das, ne? In der gegenderten Sprache. Den Flüchtenden erschossen. Das macht's besser. Ja, ist ja Quatsch. Wir sind besser. Ist ja immer gut. Kleiner Scherz. So, fahnenflüchtig. Ach so. Die müssen eigentlich zum Militär und sind deswegen fahnenflüchtig. Verstehe. Fahnenflüchtlinge sind das. Zack, 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 zack. Tock, tock, tock. Und? Seterivische Lederrüstung. Ist die neue? Die haben wir schon, ne? Vornehmlich von seterivischen Schützen und Spähern getragen. Sie haben sie aus Leder, das an kritischen Stellen mit Stahlbändern verstärkt wurde. Die Gelenke werden mit Schichten aus geleimter Seide geschützt. 100 Rüstung. Die ist aber neu, oder? Mittelschwere Rüstung. Krusch, sag, ja, ja. Ring des Eisenbalks. Ausdauerregeneration. Solche Ringe sind selten und sehr begehrt unter reichen seterivischen Sammlern, die bei dem Erwerb ihrer Schätze gerne selber mit Hand anlegen. Ab und zu reicht der Schutz des Ringes jedoch einfach nicht aus. So, so. Alchemistisches Rezept für potente Mana-Tränke. Ja, nee, komm. Bin mal gespannt. Ist das, taugt das was? Was haben wir das noch gleich? Rüstung. Wir haben eine. Einen Lederpanzer des Jägers. Ach, das ist die... Was ist denn das? Fernkampf 7. Das ist besser. Fernkampf, Lebensenergie, Regeneration meine ich, Mana und Lebensenergie. Mana und Lebensenergie. 5 Mana, ne 4 Mana, 5 Fernkampf. Die Regeneration. 3, 4, Scheiße, kreuz und quer. Das ist zum Beispiel keine Magieregeneration, das Ding. Keine Mana-Regeneration, mein Gott. Ich bin randvoll. Scheiße. Ja, ist ein bisschen besser. Aber das lohnt nicht, oder? 30. Bisschen mehr Fernkampf, bisschen mehr Lebensenergie und Mana, Lebensenergie-Regeneration, die wir überhaupt nicht brauchen. Hier ist noch Mana. Ne, können wir leider nicht benutzen. Ich muss jetzt mal irgendeinen Scheißdreck wegschmeißen. So die Anfangssachen hier. Komm, das schmeißen wir weg. Ne?
Rechtsklick zum Anlegen. Hey, sag mir nicht, ich kann die Scheiße nicht wegschmeißen. Willst du mich verarschen? Ich kann... Ach so, oder geht das immer weiter? Moment, Ausrüstung, sonstiges, Ausrüstung. Ach so, das geht immer weiter. Dann schaffe ich mal ganz kurz Platz. Einen Moment, bitte. Einfach nur, dass man hier mal wieder klar denken kann, sozusagen. Ich glaube, die untersten waren eh jetzt die schlechtesten. Das ist natürlich jetzt wieder nicht so clever gewesen. Macht aber nichts. So irgendwelche komischen verbeulten Schilde, das brauchen wir ganz sicher. Und hier die verwitterten, was auch immer. Alles klar. Hier die Rüstungen. Das ist ein... Achso, der Superschild. Das ist aber Fernkampf. Deswegen behalten wir sie ja. Lebensenergie, bla, Nahkampf. Im Rüstungswert sind ja alle ganz knorke, aber der Rest ist halt ziemlicher Müll. Ja, gut, passt. Komm. Soll nicht weiter stören. So, ist ja noch irgendwas Sinniges. Wenn ich da mit dem Tempo weitermache, dann kommen wir aber nicht mehr durch. Shit. Naja, es gibt Schlimmeres. Hier sind wieder irgendwelche Wegweiser mitten im Cetarif. Okay. Oh nee. Schon wieder Feind. So. Alles drauf, komm. Und weg mit dem Blitz. Blitz schnellt aus der Pfote und der Razor ist nicht mehr. Heißt ja auch Rasierapparat, ne? Rasierklänge meine ich. Rasierapparat wäre Razor Apparat. Gut. Ja. Spannend. Und am Ende ist dann Cetarif. Sehe ich das? Cetarif das richtig? Was soll das denn? Unsichtbare Wände. Also jetzt aber. Ich kann da nicht runter. Was ist das für ein Schrott? Oh, könnte auch. Stimmt, mit dem Bogen und so weiter hier. I am Turok. Nicht Schafhirte. I am Schafhirte. Was bist du denn? Achso. Was? Schattenläufer. Läufiger Schatten. Mul. Shit. Geht nicht. Nein, nein, nein. Auch mit der Magie-Scheiße. Aber der lässt sich nicht. Eins, zwei. Maul. Ja, da wäre die Armbrust besser, ne? Weil die würde sofort treffen. Da noch mehr Pack. Mehr Pack. So. Rest. Macht Dr. Blitz. Ich wünschte, ich könnte einen Doppelblitz abfeuern. Aber Kettenblitz ist ja nah genug dran, ne? Saubere Sonne geht auf. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, Rabammel, Rabom. So, da hinten ist wohl die nächste Stadt. Ach, dann war das die Stadt, die ich noch irgendwie so im Kopf hatte. Sag mal, was ist denn jetzt hier mit den unsichtbaren Wänden los? Hatten sie keinen Bock mehr, ne? Ach komm, ja, mach einfach. Muss der Spiel halt ein bisschen hüpfen. Ach, guck mal. Ja, sieht aus wie so eine Maurenstadt, oder? Dieses runde Zeug ist auch immer... War doch mal das Maurische, sehe ich das richtig? Die Mauren haben so rund gebaut. Ah ja, ich dachte schon, sieht komisch aus für einen Ork, für einen Entlaufenden. Aha, sauber, Leute. Fall gelöst, endlich. Wurde er aktiviert. Boah, das ist aber krass. Ganz schöne Fläche wird hier abgedeckt. Ja, ja. Was jetzt zu sagen hat, das interessiert mich gar nicht. Wir wollen natürlich erstmal die... Oh je. Ah, shit, der steht so ungünstig. Da ist der Schädel. Verfehlt! Guck, der Doofe. Klack, klack, klack. Schnell weg. Und was auch immer. Bam! Pfeil ins Gesicht, nein.
Denn wir wollen ja auch entsprechend den Feind erjagen. Das ist ja klar. Vor allem diese komischen Mistviecher. Kronstücke. So, so. Was ist das? Vorsicht. Ach, Trolle haben sie jetzt auch noch. Da hinten steht er. Ja, ja. Vorsicht, Troll. Okay, der hat einiges an Trefferpünktchen. Jetzt lasse ich lange bitten. Ach, guck mal hier. Eins, zwei, drei. Und wieder drüber, ne? Nimmt dann mehr Schaden. Ist jetzt nicht ganz so spannend, aber es ist schon halb tot, das Vieh. Viel hat er nicht mehr. Ob er jetzt gleich tot umfällt? Nee. Wieder so ein krasser Gegner. Jetzt rutscht er den Berg runter. Nein, nein. Doch, das ging. Er hat jetzt zu wenig Energie, unterm Drittel und ist krepiert. War es ganz nett gemacht. Hat auch wieder Mandibeln. So ein bisschen wie eine Mischung aus, irgendwie, was weiß ich. Ameise, Spinne vom Kopf her. Und Affe. Trollohren. Beute. Die Trophäen eines wahrhaft epischen Kampfes. Ach so, wahrscheinlich muss ich mich jetzt irgendwie beweisen oder so. Und wenn ich dann den Drachen, ja. Was ist das hier? Die sind aber groß. Was ist das für ein Ding? Ach, hier ist alles ein bisschen größer, oder? Knochendassel? Was für ein Ding? Ist mal hier irgendwie auf der King Kong-Insel gelandet. Ja, dann passt es ja mit dem Affenlook. So, weg damit. Knochendassel. Knochendassel-Eier. Alchemistische Zutat. Die Eier einer Knochendassel sind sehr giftig. Das schützt sie vor Fressfeinden. Doch nun wird die Art von Alchemisten bedroht. Was? Doch nun wird die Art... Achso. Ein größerer Stachel bedeutet nicht notwendigerweise eine größere Giftdrüse. Doch in diesem Fall... Punkt, Punkt, Punkt. Witzig. Ganz witzig. So, da ist Weg... Ah ja, verstehe, verstehe. Können wir einsammeln. Und hier gibt es dann wohl einen Weg über eine Schlucht oder wie zu einem Dungeon, oder? Ui, 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 das ist, nee, ist zu gefährlich. Da wollen wir gar nicht hin. Da habe ich auch ehrlich gesagt viel zu viel Angst. Das wollen wir nicht. Ach, hier schneiden wieder irgendwas Feines. Eine Hütte oder was ist da hinten? Musik ist wieder aus. Hallo? Musik? Wo bist du, Musik? Okay, dann muss es sein. Der ist schon weg. Was war das? Das war auf jeden Fall super. Ah, jetzt haben wir da keine verkackte... Jawohl. Ist was? Gruftdasseln. Soll die Gruftasseln heißen eigentlich? Gruft mit D? Was weiß ich. Gruftdasseln. Wieso ruckelt das jetzt so? Scheiße nett. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hallo? Naja. Fahnenflüchtige. So. Stehen dumm rum. Haben das nicht ganz verstanden mit dem Flüchten. Da müssen wir eigentlich laufen. Aber... Ja, das sag ich dir doch. Lauf, Mora. Lauf, Ork. Lauf, Masche. Okay, dann ein Knüppel. Oh, jetzt wieder gezucke, weil 100.000 Gegenstände aufzusammeln sind. So, vielen Dank. Spielstand erfolgreich gespeichert. Okay, mehr nervige Waffen. Ramponierter Schild der setarischen Seegarde. Kennen wir doch schon. Kann man sich eigentlich sparen, ne? Setarischen Garde hätte man es auch nennen können. Das See ist ja schon im Namen inbegriffen. Kriegsfeinde, sehr gut. Rezeptverpotente Heiltränke. Oh, erzgeschmiedetes Langschwert. Dieses Langschwert wurde durch ein spezielles Verfahren mit einer Schicht magischen Erzes überzogen, was die Schärfe und Widerstandskraft dieser Waffe um ein Vielfaches gesteigert hat. Ja, ja, ein Vielfaches.
Das ist natürlich ein Wort, aber keine Lebensenergie wird abgezogen. Wobei ich mich frage, warum? Wen juckt's? Lauthagens Siegel. Wenn man auf eine ganz bestimmte Stelle dieses unscheinbaren Amuletts drückt, klappt es auf, um Lauthagens Siegel kommt zu forschen. Ach ja, wie diese komischen, wo man so das Bild von seiner Liebsten da irgendwie einarbeitet in so ein komisches Amulett. Na, von mir aus. Gegrilltes Minecrawler-Fleisch machte ich mich mit außerordentlichem Genuss daran, den Panzer mit einem Vorschlaghammer aufzubrechen und das weißliche, beinahe durchsichtige Fleisch auf einen Stock zu spießen. Das war die Rache für mein verlorenes Bein. Ah ja. Oh Gott. Seterische Spangenrüstung, schwere Rüstung. Ja, ja, das ist wohl die Kampfrüstung hier. Eine kunstvolle Kombination aus Stahl, Leder und Seide. Nur adlige Seterifer können sich eine solche Rüstung leisten. Ja, ja, klar. Schattenläufer Steak. Saftig, kräftig, wild. Eine Mahlzeit, die das Blut in Wallung bringt. Sag mal, ist das nur Essen? Seid ihr krank? Verdammt, ich habe keinen Streitkolben mehr für diese eine magische... Obwohl, diese Quatsch. Warum nicht? Langschwert. Wo ist jetzt dieser komische... Wo ist das hier? Das blaue Erz. 31? 30. Ach, guck mal. Ist ja gar nicht so krass. Ja, nee, dann ist gut. Dann, sogar sehr gut. Da muss ich mich damit nicht befassen. Hervorragend. Okay. Ach man, wieder undurchdringlicher Dschungel. Und hier ist wieder irgendwo ein Relikt. Oh, da ist auch Feind. Die Art von Feind sind wir gleich. Ach, ein Brawler. Zum Glück kein Lurker, das wäre schlimm. Was denn? Wolltest du mich gerade hauen? Du wolltest mich gerade hauen, ne? Wolltest du mich gerade hauen, du mieser Brawler? Irgendwo hier muss was liegen. Laut Karte. Oder ist das da oben? Wo ist es? Boah, das ist doch... Also das ist doch gemein, oder? Keine Sau sieht es. Da ist es. Das ist ja ganz schön frech. Ach, mein Tümpel. Das gefällt mir wiederum. Oh, aber ist schon besetzt. Ja, ich weiß. Ist euer Tümpel, ist mir klar. Nee. Knüppel. Wir sparen Pfeile und Bolzen. Ja, in einem sozusagen. Oh, darf ich ins Wasser oder krepiere ich gleich wieder? Komm, wir machen es einfach. Nee, da ist er, da darf er ran. Dahinter ist wieder irgendwas. Wo ist das denn? Ach so, da waren wir schon. Ah, verstehe, verstehe. Ja, das wiederum ist wieder ganz nett. Aber es ist einfach nur eine Wasserstelle. Okay, nichts Besonderes. Ja, hätte man zum Beispiel das Ding von da wegnehmen können und hier ist eine kleine, weiß nicht, ein kleiner Felsen und da ist das, liegt das dann drauf. Das wäre vernünftig platziert. Vernünftiges Item-Placement, das da irgendwo am Arsch der Heide, das ist gemein. Ne, gut, dass ich die Karte aktiviert habe. Ich merke schon, die wollen mich nämlich hier verkackeiern. Und das geht gar nicht. So, ganz kurz mal geschaut. Wir müssen die linke Seite noch machen. Ja, wird wieder ein bisschen länger heute. Aber nicht viel. Bitte? Boah, hat der mich erschreckt. Leck mich am Arsch. Muss das denn sein, diese... Nee, das bringt doch nichts. Kann leider nur auf der ersten Stufe. Na, wie gesagt, dafür wäre die Armbrust prädestiniert. Aber leider... Wollte ich jetzt nicht ins Gepäck, ins Inventar, um die Sache zu wechseln. Finde ich auch ein bisschen... anstrengend bei den bei den Elder Scrolls Spielen immer dieses ins Menü gehe, das mag ich nicht. Wäre schön, wenn es anders wäre, ne? Oder auch Leute, wenn sie sagen, sie haben dem Skyrim auf dem Herzen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Ja, ja, klar. Und warst du im Kampf im Menü? Nun, tja, dann müssen sie zugeben, eigentlich sind sie doch nicht so krass, wie sie eigentlich dachten. Denn die Welt anhalten? Halt!
Stopp. Und sich dann im Menü wieder 10 Tränke rein zu ballen. Ja, das kann ich ja der Idiot. Bin mal gespannt, ob das hier den Regen abhält. Gar nicht schlecht, oder? Das Problem ist, der Regen wird auch ausgeblendet komplett. Na, 2 Schritte vor und wieder einen Schritt zurück. Es ist leider so eine Konstante, die sich hier durchzieht. Wobei, das ist ja dann keine Konstante, das ist ja eher wie so ein Looping, ne? So Schleifchen. Bisschen vor, dann wieder ein bisschen zurück. Es ist halt kein gutes Spiel. Aber das muss es ja auch nicht. Es muss auch Kackspiele geben. Beziehungsweise das hier ist nicht schlecht. Es ist halt wirklich nur so ein ganz, ganz klares Mittelmaß. Nichts davon ist wirklich gut. Nichts davon ist wirklich schlecht. So ist es halt. So. Ist doch reich, ne? Ja, nicht ganz. Der wird auch ein paar aufs Maul. Ja, komm, kriegst du. Das ist die schießende Version. Ein schießender welcher. Und jetzt ein sterbender welcher. Ach guck mal, die hätte man sofort am Anfang schon gesehen, wenn wir links statt rechts an der Wand entlang. Ja, ich verstehe schon. Wirklich Mittelmaß. Du hast einen Namen. Aber gerade so als, ja, so nebenher ist das immer auch mal ganz nett, muss man sagen, ne? Das fand ich auch damals bei, als ich mir die 360 geholt habe, und das habe ich ja auch hier gespielt, das hat schon irgendwas. Ich kann das schon tatsächlich nachvollziehen. Es muss nicht immer dieses, weiß nicht, irgendwie ein ganz krasses, episches Abenteuer sein oder hochkomplex mit, was weiß ich, tagelang an einer Queste rumdoktoren oder die krassesten Rätsel. Es darf auch mal sowas hier sein, ne? Einfach so ein ganz stumpfes, ja, zusammensammeln von Zeug, ein bisschen, ja, relativ linear mit irgendwelchen offenen Feldern wie hier, Sachen sammeln, bisschen was, ja, so ein kleiner Collectathon von mir aus, bisschen stärker werden, neue Aufgaben bekommen, neue Gebiete und so weiter, ist ja nicht ganz schlecht. Ich meine, im Grunde genommen ist ja auch sowas wie Baldur's Gate Alliance auf dem Konsölchen. Der 2er kam, der war doch Dings-exklusiv. Xbox Classic, sag ich mal, exklusiv, oder? Oder war das PS2? Eins von beidem. Nee, ich glaube, das war dann so ein Xbox-exklusives Ding, weil die sich da wahrscheinlich wieder die, klar, EA und Co. wahrscheinlich wieder die Rechte gekrallt haben, die IP oder eine Firma, und sie danach wieder eingestampft haben. Das ist auch so ein, naja. Aber das haben sie schon seit den 80ern gemacht. Die gibt es ja schon länger. Schon länger die anderen Firmen abgezockt, aufgekauft, fusioniert und dann ausgesaugt. Vernichtet. Der Teufel in Entwicklergestalt oder Publisher oder wie auch immer. Naja. Gut, wovon habe ich geredet? Welches Spiel? Ich weiß nicht mehr. Ist eh vorbei. Folge ist eh rum. Da muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Ist auch egal. Vielleicht fällt es mir wieder ein, vielleicht nicht. Wahrscheinlich ja nicht. Ja, aber so dieses, genau, Alliance. Baldur's Gate Alliance, da haben wir es wieder. Das ist ja im Grunde auch nur so ein stumpfer Draufknüppler gewesen. Mehr oder weniger. So ein bisschen wie, haben wir auch schon gemacht, Dragonstone? Dieses Dragonstone, dieses komische, diese Sörd-Börsen oder ISO-Sicht oder Draufsicht, je nachdem, was mit welchem Knopf man drückt. Action-Adventure-Gedöns, das war ja auch nicht so schlecht. Und Baldur's Gate Alliance fällt in dieselbe Richtung. Also einfach so ein Hack-and-Slay statt des krassen Rollenspiels. Boah, hier gibt es immer noch einiges. Und das erinnert wieder an die Hafenstadt, ne? Von, nicht von Corinnes, sondern von Risen 1. Die hieß, glaube ich, nur Hafenstadt, oder? Hat die den Namen? Ich glaube nicht. Tja. Und hier ist wohl so ein komischer. Auch hier bitte, ne? Vorher waren das. Was waren das bei Risen? Das waren irgendwelche. Wie hießen die noch? Ordenskämpfer, Ordenskrieger oder sowas? Ja, ja, die wegen den Tempel und so weiter. Wo sie alle eingesammelt wurden. Genau, die Inquisition war das, glaube ich. Naja, ja, und die Hafenstadt, davor haben sie auch rumgelungert. Das sieht schon ähnlich aus, ne? So ein bisschen. Hier und wieder erkennt man wieder Versatzstücke davon. Haben die vielleicht Risen genommen und das dann.
Das dann umgebaut oder sowas? Kommt das von der Weltkarte hin? Was? Nee, eigentlich nicht. Egal. Was war das gerade? Egal. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns ja weiter um. Ja, ein bisschen länger heute mal passiert im Eifer des Gefechts schon mal. Das hat der Turm. Und was es hier auf sich hat, hier mit auf sich hat, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Arcania. Ich danke fürs Zuschauen und sage, bis dann. Tschüss. Und möge, weiß nicht, heute mal Illus mit euch sein.